Jo, da sind wir auch wieder mit Let's Play Tales of Phantasia. Beim letzten Mal haben wir endlich nochmal ein zweites Mal die Minen von Morlia erreicht und ich habe jetzt endlich verstanden, wo der Fehler lag. Beim Speichern der Datei ist mir aufgefallen, dass wir schon im richtigen, ja, richtigen Anfang hatten, also richtige Ansätze. Oben, Ifrit steht für den Tod. Unten, der Hauch des Lebens ist Gnome, das Kondom. Aber wir haben links Sylph und rechts Undine. Das heißt, wir müssen das einfach nur vertauschen, weil wir aus Ifrits Sicht sehen müssen. Findet sich der Elementargeist? Ja, austauschen. Einverstanden? So, Sylph dahin. So, da haben wir einmal die kleine Fee. Der Hauch der Zeit. Und hier kommt Undine hin. Undine. So, und damit haben wir auch das Rätsel komplett. Komm zum Stein. Okay. Okay. Die Stimme war scary. Warte, das muss. Ist das Maxwell? Wer ist Maxwell? Bist du Maxwell? Der bin ich. Habt ihr mich gerufen? Ja. Tragt euer Anliegen vor. Wir suchen den Ring, den wir brauchen, um mit Luna einen Pakt einzugehen. Bitte öffne die Tür, die weiter ins Innere führt. Natürlich. Die Tür führt zur Schatzkammer. Der Gegenstand, den ihr sucht, mag dort zu finden sein. Aber zunächst muss ich eure Stärke auf die Probe stellen. Oh, und wir kämpfen gegen Maxwell. Und ich sehe schon, der ist ein gottverdammter Magier. Mint. Ich hätte mich heilen sollen. Verdammt. Okay. Sollte möglich sein. Klaus. Tu mir bitte meinen Gefallen. Orangengel auf Cress. Lightning Tiger Blade, so. Und unsere Aufgabe ist es jetzt nur eigentlich, ihn vom Casten abzuhalten, so wie ich mir das denken kann. Aber was machst du da, du Arschloch? Oh! Alter! Ich hoffe, geht's dir noch gut? Na, Lightning Tiger Blade. Ich habe vergessen, was er für eine Schwäche hat. Hat der überhaupt eine? So, Strategie. Einmal bitte, Klaus, Magie konzentriert. Magie konzentriert. Fireball. Lightning Tiger Blade. Swallow Dance. Hör mal bitte halt auf. Und da kommt auch schon der Blitz runter und Ifrit. Oh Gott, machen wir schon den Schaden mit Ifrit. Lightning Tiger Blade. Oh Gott. Sauber, Amber. Hallo. Sylph. Rotz ihm alle Elementare auf den Hals. Und da kommt auch schon der Blitz runter. Aber kommst du auch mal irgendwann mal runter? Oh nein, 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 nein. Er fängt wieder damit an. Sylph. Kriegt er eigentlich Schaden da drinnen? Er kriegt sogar Schaden da drinnen. Ach Mann. Oh Mann, hörst du mal bitte auf? Undine! Sind wir auch endlich mal Undine? Und wir treffen leider nicht, oder? Treffen wir? Okay, ich glaube, der hat getroffen. Nee, ich glaube, der hat nicht getroffen. Hallo, warum rennst du immer wieder zurück? Und? Sylph! Hör mal, du bist gerade nutzlos. Glaive! Aber wie viel hatten wir noch? Undine! Jetzt sehen wir mal Undine in ihrer vollen Stärke. Und mit ihrem fetten Schwert. What the fuck? Was war das für ein Schaden, bitte? Aua. Lightning Tiger Blade? Ne. Wo man das so Lightning gerade nennen kann. Und? Au! Maxwell, du bist ein verdammtes Arschloch. Alter!
Alter, was soll denn der Scheiß jetzt? Alter, Scheiße. Wasser des Lebens. Mint. So, Mint. Du bitte jetzt mal. Mint. Wenn ich kurz drauf gucken kann, magisches Auge. Auf den da. Ich weiß nur noch. Haben wir dem so wenig abgezogen? Was zur Hölle? Was soll denn der Scheiß? Moment, irgendjemand stärkt ihn die ganze Zeit wieder. Aber wer? Ich habe keine Ahnung. Amber. Mint. Elixier auf Cresser. Lightning Tiger Blade, so. Ich glaube, das ist Klaus mit seinen Elementaren die ganze Zeit. Oh Mann, du Bastard, ey. Hörst du mal auf? Mann! Amber. Wasser des Lebens. Mint. So. Hallo? Och Mann! Dieses dreckverdammte Arschloch, ey. Wasser des Lebens, Mint. Boah, mit seinem ganzen scheiß Thunderblitz, ey. Oder Thunderblade, was weiß ich? Cress. Hallo? Danke. Cress, du gibst jetzt mal selber. Citrus-Gel, KP, bitte auf dich selber. So, meine Fresse, und warum rennst du wieder weg? So, Mint, bitte mal, nochmal, magisches Auge. 5000, oh, meine Fresse. Och Mann, ey, was soll denn der Kack? Meine Fresse, ey. Das ist doch nicht so schwer, oder? Mann! Hörst du mal auf? Mann. Alter, Maxwell, du bist scheiße. Ich mach die ganze Zeit Sword Rain, aber egal. Mann! Ey, das regt mich gerade so auf. Warum kann er nicht einfach sterben, ey? Warum hört er nicht auf zu casten, bitte? Mann, meine Fresse. Wasser des Lebens, Mint. So, Mint. Nochmal. Haben wir keine Gele mehr vernünftigen? Oh. Orangengel, Kapfelgel. Ja. Oh Mann. Mann! Danke, jetzt ist er mal gestunt. Ich mache immer noch so wenig Schaden. So, Mint.
Wasser des Lebens auf Amber. So, wenn jetzt Amber den auch noch heilt, werde ich aber wirklich. Boah. Mann, jetzt auf mit deiner verkackten Kugel. Mann, ey, jetzt geht doch endlich mal drauf, ey. Mann. Oh Mann, dieser Handkampf nervt. Eruption. Machst du wenigstens Schaden? Aber wie hält denn der noch aus? Mint, du da. Magisches Auge auf Maxwell. 2000, gerade mal 5000 abgezogen, ey. Und er hört nicht auf, ey. Und warum schlägst du nicht nach oben, du Affe? Oh, du Mann! Mint. Wasser des Lebens. Ich hänge die ganze schon ganze Folge wieder hier dran. Den habe ich jetzt wiederbelebt. Gut, die richtige. Und warum triffst du nicht? Kress. Mischgel, auf dich selbst bitte. Und er macht schon wieder, wenn du jetzt stirbst. Mann! Wasser des Lebens, Crass. Bitte schneller. Danke. Elixier, Crass. Danke. Amber, bitte Wasser des Lebens auf Mint. Warum schlägst du jetzt nicht? Warum schlägst du jetzt nicht? Mann! Meine Fresse, ey. Wasser des Lebens auf Mint. Kannst doch mal ein bisschen schneller machen. Danke. Mann, ey. Ich spamme dich jetzt damit zu, ey. Oh, Mann. Kommst du jetzt mal da bitte runter? So, Mint. Wasser des Lebens auf Amber. Bitte, Amber, mach jetzt auch mal Schaden. Du machst den auch noch den unnötigsten Zauber, den du machen konntest in diesem Fall. Mann! Warum machst du jetzt Demon Fang? Mann! Was machst du Thunderblade? Endlich! Boah, meine Fresse, ey. 4025. Wow. Okay. Mann. Nicht so stark, wie ihr gesagt habt. Gut, dann öffnet die Tür. Wie ihr wünscht. Ich mag euch. Ich freue mich, euch helfen zu können. Lasst uns einen Pakt schließen. Meinst du das ernst? Wow. Ein Pakt mit Maxwell, Anführer der vier großen Elementargeister. Danke, Opi. Opi. Ohoho. Nun, im Angesicht des Türkisrings. Ich ersuche dich, großer Elementargeist. Im Zeichen dieses Ringes forme einen Pakt mit mir. Mein Name ist Klaus.
Klaus kann nun Maxwell beschwören. Oh, meine Fresse, ey. War das ein harter Kampf. Und lass mich raten, ich kann nicht alle wiederbeleben. Klaus erhält den Titel Bezwinger. Huh? Gungnir ist. Hohoho, die wahre Macht des Speers ist nun umso vieles größer, als du bisher erfahren hast. Ich habe nur ein bisschen davon herausgepresst. Etwas von Gungnirs Macht wurde freigesetzt. Wow. Okay, gut, dass wir den nicht verkauft haben. Und. Das war so klar. Items. Wasser des Lebens, Klaus, Orangengel, auf. So. So, einmal Fähigkeiten, Mint. Antidote. Ach, Antidote kann sie jetzt auch. Ach, gut, dass wir jetzt das Gegengift haben. Hier, hier, hier. So, das haben wir dann auch. Was macht denn Ausrüstung? Chris, was macht denn Guggen hier? Ich bei der letzten Schlacht der Götter da. Entfernen. Gucken hier. Ausrüsten. Wow! Für den, der heilige Ross. Für den, der das heilige Ross reitet. Wow! Gucken hier 2. Okay. Hier sind lauter Schätze. Wow! Was ist es? Wirklich? Das ist doch nur ein Ring. Ein Ring? Hier ist noch einer. Aber er ist zerbrochen. Was ist mit den anderen? Das ist gar kein Ring. Was machen wir jetzt? Meine Kraft reicht nicht aus. Wir sollten nach Alvanissa zurückgehen. Okay, dann schnappen wir mal die anderen Truhen. Fragezeichenstab. Elixier. Uhr. Okay. Fragezeichenkleidung. Fragezeichenkleidung. 6000 Gold. Macht der Rune, schwarzer Onyx und Verbena. So, wir sortieren das jetzt erstmal alles. Verbena erhöht die Agilität um 1. Hör damit. Schwarzer Onyx, Edelstein, die maximale KP um 30% erhöht. Ach, die hat er schon ausgerüstet. So. Wurde zu Mithril gewandt. Und. Mithrilgewand. Runenstab. Okay. Ausrüsten. Mithrilgewand. Wow. Mithrilgewand. Okay. So, und du kannst wohl den Runenstab. Wow. Mit einer. Du hast nichts, du hast nichts. Du hast auch nichts mehr, okay. Okay, dann sind wir jetzt hier auch endlich fertig. So, raus hier. Ich will jetzt hier raus. Items. Ah, nee. Heiliges Licht, heiliges Licht, heiliges Licht da. Jetzt will ich raus hier. Wo ging das jetzt raus? Nein. Hebel umlegen. Danke. So, dann. Wo war das lang? Oh Mann. Oh nein, Asa. Oh Gott, was machen wir gerade für den Schaden hier? Okay, 200. 100. Okay. Okay, wir machen schönen Schaden mittlerweile. Maxwell, du kannst es auch ruhig alles rauspressen können. Und? Gnome! Gegen einen fliegenden Gegner. Und ich habe schon wieder überzogen, fällt mir gerade auf. So, jetzt kommst du dran. Und Demon Fang, der den letzten Schlag gekriegt hat. 262 Erfahrungspunkte, 461 Gold. Naja. Ich will jetzt hier noch raus. Wo geht's denn hier raus? Ach so. 8, 9, nee, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Und ab nach Alvanista. Ich glaube, das schneide ich einfach. Obwohl es wieder ätzend wird, das zu schneiden, aber egal. Und ich lade es wieder auch in einem Stück hoch. Naja, mal gucken. Ich habe gerade irgendwie voll Bock. Alvanista, hooray! Und wir gehen jetzt diesmal. Wohin gehen wir? Ich bin dafür, wir gehen zu Lundgrom, oder? Wo war denn Lundgrom nochmal? Das war ja der Typ, den ich mit Akzent gegeben habe. Irgendwie so ein Akzent. Nee, das ist kein Akzent, das ist Kacke. Warst du hier? Ja, hier waren wir. Willkommen zurück. Wenn ich mir eure Gesichter anschaue, würde ich sagen, eure Suche war erfolgreich. Ja. Wir haben es bis zur tiefsten Ebene der Minen von Morlia geschafft. Wirklich, fantastisch. In der tiefsten Ebene sollen ungeheure Gefahren lauern, so sagt man. Genau dort haben wir einen weiteren Ring des Paktes gefunden. Ausgezeichnet. Nun könnt ihr einen Pakt mit Luna eingehen. Aber warum dann die langen Gesichter? Was ist denn los? Können wir draußen drüber reden? Ich glaube, ich verstehe. Ihr wollt wissen, ob dieser zerbrochene Ring repariert werden kann. Meint ihr, das besteht Hoffnung? Es gibt einen Magier namens Edward. Und damit meine ich nicht den schwulen Glitzervampir aus Twilight. Er ist ein Berater des Königs und ein guter Freund von mir. Er hat in der Vergangenheit Forschungen über diese Art Ringe durchgeführt. Wo finden wir ihn? Überquert die Brücke südwestlich von Alvanista und sucht dann im Westen. Nach einem Anwesen, ich werde euch ein Empfehlungsschreiben mitgeben. Danke. Nun Groms Brief, der euch bei Edward einführt. Bei euch etwa. Bei Edward einführt, erhalten. Oh Gott, das hört sich eklig an. Wenn ihr mich dann nur entschuldigen würdet, ich wünsche euch viel Glück. Also dann. Dann lasst uns diesen Edward suchen. Stimmt etwas nicht, Grass? Nein. Ich habe nur ein Geräusch im Ohr. Hey, Schwertkämpfer. Du trägst etwas bei dir, dem du nicht gerecht wirst. Oh Gott. Kann ich ja kaum lesen. Chris, geht es dir gut? Ja, alles in Ordnung. Ich dachte, ich hätte nur etwas gerade gehört. Das ist alles. Okay. Items. Haben wir irgendwelche besonderen? Macht der Rune? Werkzeuge oder sonstiges? Uhren, Medizin, Nahrung, andere Items? Schwarzer Onyx? Nö. Nö. Rüstung zuerst zeigen? Nö. Nö. Okay. Ach ja, kann ich ja nochmal Titel durchgucken. Titel. Haben wir denn da? Schwertkämpfer. Okay. Snob. Ein Heiling Level 20 erreicht hat, einer anderen Level 12. Ein Titel für jemanden, der seinen Namen verschweigt, wenn man ihn vorstellt. Du machst jetzt mal einen auf Snob. Bezwinger. Na, was haben wir denn hier? Bändiger. Ein Titel für derjenige, mit einem Pakt mit einem Geist schließen konnte. Ein Titel für denjenigen, dem es gelang, Hilfe von Maxwell zu erhalten. Wow. Und glücklicher Mann, ein Mann, um den sich eine liebende Frau kümmert. Bezwinger. Wen haben wir denn hier? Magieadept, Hexe. Wahrer Gelehrter, eine Person, die auf vielen akademischen Gebieten bewandert ist. Der Beweis für wahre Freundschaft. Eine junge Dame mit einer ungewöhnlich femininen Seite. Eine Frau, die jedes Problem mit Hilfe ihres weiblichen Charmes lösen möchte. Gehen wir mal den Verführer an. Die Verführerin. So. So. Wir hauen dann hier wieder ab. Und es war im Westen. Oh Mann. Horror und Käferbär. Oh Gott, was war das denn? Oh mein Gott. Okay, ich bin zufrieden. Magisches Auge und ein bisschen Galtkani-Schaden. Wie viel Galt haben wir denn eigentlich? 67.000, okay. So, und das hier ist die Villa von Edward. Hallo!
Wer ist da? Mein Name ist Klaus. Ich bin auf der Suche nach Edward. Aber zuerst einmal, hier ist ein Brief. Oh, das ist ein Empfehlungsschreiben von Lundgren selbst. Ich bin Lilith, Edwards Frau. Es tut mir leid, aber man ist im Moment nicht zu Hause. Das ist schade, denn wir sind ein bisschen in Eile. Da ihr Lundgrens Brief habt, kann ich es euch ruhig sagen. Mein Mann weiß, dass Alvanista auf den bevorstehenden Krieg nicht ausreichend vorbereitet ist. Er ist auf der Suche nach jemandem, der Daos besiegen kann. Und wo ist er hingegangen? Er sprach davon, nach Freyland zu gehen zu wollen. Vielen Dank, Lilith. Darf ich euch um einen kleinen Gefallen bitten? Wenn ihr meinen Mann seht, sagt ihm, dass uns alles gut geht. Sicher, das werde ich ihm ausrichten. Wenn wir uns beeilen, holen wir ihn vielleicht noch ein. Also Beeilung. So, und vor dieser Quest habe ich wirklich schon einiges gehört und weiß daher auch schon ungefähr, wie es geht. Und ich will... muss ja hier durch. Also ich kann es mir denken, wie es geht. Ich weiß, wo ich ihn suchen muss. Aber wo die Quest anfängt, habe ich keine Ahnung. Oh Mann. Und... Aha, Arschloch. Warum mache ich eigentlich Skills? Ifrit! Triffst du überhaupt? Ja, du triffst. Ich sitze da irgendwie gerade in der Luft. Ja, flambier noch mir die Frisur. Ach, halt die Klappe, Klaus. Und Level Up für Klaus, okay. Halt trotzdem die Klappe, Klaus. Klappe, Klaus. Oh Gott, war der langweilig. Hier rein. So, wir müssen jetzt nach Freyland. Bitte, ihr wollt nach Freyland? Das macht 80 Gold. Ja, komm. Rund 20 Gold. Und here we go. Und wir sind da. Hust. Erkundigen wir uns mal, wo wir nach, irgendwas mit Edward. Ich hab's gerade zu schnell weggeklickt. Ist hier jemand? Nein, hier ist niemand. Hallo? Ne, keiner da. So, dann schnappen wir mal uns hier mal die Stadt. Hier ist es wirklich heiß. Nun, das hier ist ja auch eine Wüste. Edward muss hier gewesen sein. Oh, da vorne ist jemand, den wir fragen können. Entschuldigung? Ja? War hier vielleicht vor kurzem ein Mann namens Edward? Edward? Ja, bis vor kurzem war er tatsächlich ein Reisender mit diesem Namen hier. Und wo finden wir ihn jetzt? Er ist gegangen, sagte er, hätte etwas Dringendes zu erledigen. Mittlerweile könnte er die Oase südöstlich von hier erreicht haben. Danke. Wenn wir uns beeilen und sofort aufbrechen, holen wir ihn vielleicht noch ein. Also Beeilung. Oliveo, das heißt südöstlich. Oh Gott. Ein Basilisk, oh Gott, die Viecher sind schlimm. Magisches Auge. 4850. Das Miese ist, die können auch noch, haben ziemlich große Klappe und, können auch noch versteinern. Oh, da ist mir gerade die Aufnahme abgebrochen, Entschuldigung. Weil ich gerade auf den falschen Knopf gekommen bin. Ist jetzt nicht wirklich viel passiert. Tractor Beam! Und? Lightning Tiger Blade, so. Aua. Und er kann auch noch vergiften, der Sack. Andin! Und das ist zum Gott eine Wasserattacke. Du machst nur Schaden. Wow. 1000! Lightning Tiger Blade. Und weg mit dir. Und ich bin vergiftet. Warum immer ich... 508 und eine Basiliskenschuppe. Und eine neue Fähigkeit. Was haben wir denn gelernt? Fähigkeit Cress. Tiger Blade. Ein zweigeteilter Angriff trifft den Gegner wie die Fänge eines Tigers. Das ist ungefähr das. Ach, Rising Phoenix. Da verwandle dich in einen Phoenix, der den Gegner trifft. Wow. Also dann nehme ich doch mal lieber Demon Fang raus und nehme dafür Rising Phoenix. Vom Namen her hört sich die Attacke einfach nur geil an. Antidote. So, und wir müssen jetzt hier... Da ist die Oase. Na, geht's wohl. Hallo, Hundi.
Edward? Der ist zu der Oase nördlich von hier gegangen. Ah, und dann die Kiste nehmen wir noch mit. Macht der Rune. Und da war noch eine Kiste. Leuchtfeuer-Cape. Gibt's hier noch was? Nö. Nördlich. Da. Ich bin der Botschafter der Welt des guten Geschmacks. Ich möchte all ihr Jatta. Ich verrate euch mein Geheimrezept. Ihr könnt nur einen Fruchtsaft zubereiten. Und wie kann ich jetzt einen Fruchtsaft trinken? Oh. Sirup. Hey, du da. Was willst du, Söhnchen? Das sagte ich doch. Hast du einen Mann namens Edward gesehen? Was soll mit seinem Laufvogel sein? Wie? Wir hatten etwas von einem Laufvogel gesagt. Hast du nicht irgendwas von einem Emo gesagt? Nein, Edward. Wenn man von dem E-Arm sieht, klingen die weiter noch überhaupt nicht ähnlich. Ich wollte dich nur auf den Arm nehmen. Edward ist zu der Oase nördlich von hier gegangen. Oh, Arschloch. Nördlich. Da. Ah, du da. Edward? Der ist nach Oliveo gegangen. Mist, wir haben ihn verpasst. Schnell zurück. Edward muss hierher zurückgekommen sein. Fragen wir nur einmal noch mal. Entschuldigung. Ja, bitte. Hast du Edward wiedergesehen? Der Mann, über den wir uns unterhalten haben. Das habe ich tatsächlich. Er ist von ein paar Stunden in das Gasthaus gegangen. Danke. Oh Gott, ist das wieder eine Sucherei. Ja, Edward? Nee, Edward nicht hier. Bist du Edward? Meister Edward? Ja, der war hier. Interessiert sich für Basiliskenschuppen. Oh, er will wahrscheinlich wie dieses Heilmittel für Wunden herstellen. Exakt, woher wisst ihr das? Heutzutage ist es schwierig, die benötigte Anzahl zu bekommen. Was ist eigentlich ein Basilisk? Ein schreckliches Monster, das in der Wüste lebt. Nur selten bekommt man Basiliskenschuppen, die sich für die Herstellung von Medizin eignen. Zumindest sagt Edward das. Er bat mich, ihm Bescheid zu sagen, wenn ich jemanden treffe, der diese Schuppen bei sich hat. Er meint, er käme dann wie der Blitz hierher. Hey, sind doch nicht wirklich Basiliskenschuppen, oder nicht? Aber die reichen nicht aus. Für eine gute Anzahl werden 5 oder 6 benötigt. Übrigens, willkommen, möchtet ihr mal als Abschneider. Ja, und diese Basilisken dürfen wir jetzt keine Ahnung wie oft bekämpfen. Ich überlege das gerade offscreen zu machen. Oh nein, fliegen. Oh, warte mal. Wow, Rising Phoenix sieht aber geil aus. Maxwell! What the fuck? Oh Gott, das ist als Maxwell. Und ein Leuchttrank. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Ich glaube, das soll meistens... Ich habe gehört, es soll nördlich viele geben. Also hier in der Gegend eigentlich. Ich will noch ein bisschen umschauen. Ein Basilisk, wer hätte es gedacht? Rising Phoenix. Wow. Alter, hat Min versteinert, der Sack. Was soll denn der Kack? Ich bin gerade noch so ausgewichen. Tractor Beam. Ja, komm, mir hol mit deinen Zähnen. Und schlitz mir den Rücken auf mit den Zähnen. Bam. Und Rising Phoenix. Gnome. Voll in den Kopf. Aua. Oh Gott, ist das ein verdammtes Viech, ey. Und ich habe keine Heiler, fällt mir gerade ein. Oh Gott. Fuck. Amber. Verdammt. Halt, wir gehen zum Paralyse. Apfelgel. Auf Cress. Ich sollte jetzt hier nicht mehr mit diesen Viechern spielen. Ah, ich will nicht mit dir spielen. Auf! Mann, jetzt will ich auch gegen einen einfachen Gegner, ey. Andin! Packst du dir wohl die Zähne ein? Lave! Sword Rain! Und weg mit dir, Arschloch! Oh
Gott, wie kriege ich jetzt Millen Scheinert? 717, 520. Und keine Basiliskenschuppe. Status Mint. Wird es auch irgendwo angezeigt? Mit Adenade. Adenade. Chris Albia. Amber Klein. Und Klaus F. Lester. E-Terms. Aqua Cape. Leuchtfeuer Cape. Rubin. Aquamarin. Mystisches Symbol, Granat. Oh, ich muss mal kurz niesen. Hi, Karamba. Entschuldigung, die kleine Unterbrechung. Und, ach gut, mit Wundermittel geht das noch wieder. So, wir haben genau Fähigkeiten. Mint. So. Ich suche diese gottverdammten Basiliskenschuppe und oh Mann. Und fliege nur. Hallo? Hallo, lass mich mal einen Rising Phoenix machen. Maxwell! Komm hier, verwüste alles, Maxwell. Und Rising Phoenix. Wow. Ich finde den Namen einfach so geil, wie das ausspricht. Einfach irgendwie total episch und total lame. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Hier ist nichts mehr. Ach Gott. Ich hasse diese Viecher. Und schon wieder einer. Okay. Diesmal lasse ich mich von dir nicht unterkriegen. Sword Rain. Soof. Und was kommst du? Tractor Beam. Und hoch mit dir. Warum fliegst du nicht hoch? Sword Rain. Warum bist du nicht hochgeflogen? Mann. Undine. Gib ihm Wasserpower. Knapp 1000. Okay, treffe ich noch? Thunderblade. 1000. Oh Gott, mit Rising Phoenix heile ich das Mistvieh auch noch. Okay, was ist das denn für ein Scheiß? Oh Mann. Maxwell, vernichte es. Dankeschön. So, und ich bin schon wieder vergiftet. Basiliskenschuppe. Eine. Ach, naja. Ich werde hier nochmal einen Schnitt machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und es heißt Let's Play Tales of Phantasia. Bis dann, Leute. Ciao.